Evonik News. Die Nachrichten der Woche mit Sascha Görg und Nadine Alba. Hallo Sascha, ich würde gern heute mal mit dir über ein nicht ganz leicht verdauliches Thema sprechen. Lass uns doch mal über Hühnerdärme reden. Über Hühnerdärme? Puh, das klingt ja ziemlich schräg. Was haben wir denn damit zu tun? Naja, unser Biotech-Hub entwickelt mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und der TU München eine neuartige Mischung von Bakterien, die verhindern soll, dass sich im Darm von Hühnern Krankheitserreger ansiedeln. Ach ja, jetzt wo du es sagst. Wie war das noch? Die Bakterien, die helfen dabei, dass weniger Antibiotika in der Geflügelhaltung eingesetzt wird. Das Immunsystem der Tiere wird gestärkt und die Ernährung für uns Menschen dadurch nachhaltiger. Du, und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert dieses Forschungsprojekt. Das läuft über 3 Jahre und hat ein Gesamtvolumen von 2 Millionen Euro. Was die Forscher da genau machen, das hat uns Stefan Pelzer von dem Biotech Hub erklärt. In der Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren, wurden Probiotika, also Aktimel für Tiere könnte man sagen, eingesetzt, Einzelstämme. Und nun wollen wir es mit einem neuen Konzept verändern. Wir wollen von der Natur lernen. In der Natur ist es so, dass das Muttertier im Nest Bakterien auf ihre Küken überträgt. Und genau da setzen wir an. Mit den Aachenern und den Münchnern zusammen isolieren wir Bakterien aus dem Darm gesunder Vögel, charakterisieren sie und setzen sie als eine Art Konsortium zusammen. Und genau dieses Konsortium nehmen wir, geben es den Küken und diese Bakterien werden sich ansiedeln, um am Ende dann auch die Ansiedlung von krankmachenden Pathogenen, für die man normalerweise Antibiotika einsetzt, zu reduzieren. Und das ist der neue, ja, zukunftsweisende Ansatz. Du, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, wie wichtig Nachhaltigkeit für Evonik ist. Aber sag mal, wie messen wir eigentlich, wie nachhaltig unser Produktportfolio ist? Dafür haben wir zusammen mit anderen Firmen eine eigene Methode entwickelt, das sogenannte Portfolio Sustainability Assessment. Man könnte auch sagen, die Portfolio-Nachhaltigkeitsbewertung. Und die liefert uns verlässliche, überprüfbare Daten und Fakten. Ja, Messbarkeit ist ein entscheidendes Thema, damit Nachhaltigkeit nicht einfach nur eine Behauptung wird oder bleibt. Das ist wahrscheinlich aber auch für andere Unternehmen ziemlich wichtig, oder? Genau. Zum Beispiel hat SAP angeklopft und sich von den Kolleginnen und Kollegen aus unserer Nachhaltigkeitsabteilung erklären lassen, wie diese Analyse funktioniert. Das Ergebnis ist als Artikel auf Forbes.com veröffentlicht worden. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Austausch, was bringt uns denn diese Methode? Das hat mir Susanne Wiechers aus unserem Nachhaltigkeitsteam erklärt. Ja, wir unterstützen damit die Geschäfte, ihr Produktportfolio im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu bewerten und weiterzuentwickeln. Wirtschaft und Politik haben sich aufgemacht und die Nachhaltigkeitsanforderungen an Produkte sind da und nehmen auch weiter zu. Und das bietet für Evonik viele Chancen, zum Beispiel in den Next Generation Solutions, aber auch Risiken. Auch darüber müssen und wollen wir als Konzern zunehmend berichten. Flammschutz. Da sagt schon allein das Wort, wie wichtig das ist. Wir haben jetzt mit Visiomer HEMA P100 ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das kombiniert mehrere Eigenschaften. Einerseits sorgt es für einen transparenten Flammschutz. Es verbessert auch die Haftung und verringert die Korrosion auf metallischen Untergründen. Diese Eigenschaften halten außerdem lange an und sind dadurch nachhaltig. Das, Achtung, Fachbegriff, Phosphatmetacrylat, kann ziemlich vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel in Beschichtungen für Holz, Textilien, Papier oder Metall. Nadine, interessiert sich deine Tochter eigentlich für Naturwissenschaften? Sie macht auf jeden Fall gern Experimente. Wieso fragst du? Weil Evonik sich dafür einsetzt, Mädchen für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern. Bisher haben wir uns am bundesweiten Girls Day beteiligt. Stattdessen gibt es jetzt ein Praktikumsangebot unter dem Namen Your Future MINT. Was es damit auf sich hat, das sagt uns nun Christine Anders, die Leiterin der Ausbildung bei Evonik. Mach's gut, bis zum nächsten Mittwoch. Wir hören uns. Ciao. Ciao.
Wir haben das neue MINT-Programm für Mädchen deswegen entwickelt, damit sie beim Schwerpunkt Naturwissenschaft und Technik sich freier ausleben können. Insofern freuen wir uns jetzt, dass wir ein Programm entwickelt haben für Schülerinnen, die im nächsten Jahr die Schule verlassen werden. Und wir deswegen sehr gespannt sind, ob es so angenommen wird und wir diese Schülerinnen dann im übernächsten Jahr bei uns als Azubis auch begrüßen dürfen. Evonik, Leading Beyond Chemistry.